Viertelfinale im Westfalenpokal der U19-Teams. Borussia Dortmund empfängt den VfL Bochum. Beide Mannschaften sind in der Bundesliga West gut dabei. Die Bochumer auf Platz 4, Borussia Dortmund als unangefochtener Spitzenreiter und Anwärter auf die Meisterschaft dementsprechend. Die Gastgeber auch heute Favorit. Die Personalsituation allerdings nicht ideal bei Schwarz-Gelb, gleich 6 Spieler für ihre Nationalteams unterwegs und dementsprechend tat sich der BVB zu Beginn schwer. Bochum in Weiß-Blau dagegen mit dem besseren Start. Nico Petrit bringt den Ball rein und dann ist er drin. 1-0 Bochum. Florian Berisha mit der Führung für die Gäste nach 7 Minuten. Ziemlich kurioser Treffer. Berisha stolpert eigentlich mehr gegen den Ball, als dass er kontrolliert abschließt. Ich bin mir sicher, das wird ihm egal sein. Die Dortmunder also jetzt gefordert und mit dem Versuch einer direkten Antwort Gürpüz völlig blank in der Mitte. Was für eine Gelegenheit, bekommt aber sein Körper nicht mehr über den Ball. Glück für den VfL Bochum und Heiko Butscher, der ehemalige Bundesliga-Profi, seit 2016 Coach der Bochumer U19. Und der sah, dass seine Mannschaft nach wie vor eine richtig gute Partie machte. Mats Pannewig nach der Ecke nur knapp vorbei. Und weiter der VfL. Petritz mit dem Auge für Demirel. Sehr viel Platz für Ali Demirel. Abschluss aber eher ungefährlich. Den Dortmundern gelang es zu selten, echte Torgefahr zu erzeugen. Jetzt mal Düring mit einer Menge Platz, aber ohne Präzision beim Abschluss. Letzte Aktion vor der Pause. Nochmal Eckball Bochum und wieder ist Berisha da. 2-0. Florian Berisha mit dem Doppelpack vor der Saison aus der U17 von Borussia Mönchengladbach gekommen. Immer noch erst 17 Jahre jung. Am vergangenen Freitag durfte er erstmals im Testspiel bei den Profis ran und zeigt hier, warum ihn Thomas Reis auf dem Zettel hat. 2-0. Die verdiente Halbzeitführung für den Außenseiter, das Team von Heiko Butscher, konnte die Dortmunder Personalprobleme richtig gut ausnutzen. Und auch die erste Gelegenheit. In Durchgang 2 gehörte den Gastgebern Yadimji. Bekommt ihn nicht vorbei, aber nochmal Pannewig. Wieder vergeben, was für eine Chance. Stattdessen Dortmund mit dem Freistoß und dem Anschlusstreffer. Der Kapitän geht voran, Dennis Lüttke-Fries setzt das Ding genau neben den Pfosten, die Mauer eventuell einen Schritt zu mittig platziert, sodass der Weg frei ist. Lüttke-Fries bestraft diese Unachtsamkeit sofort. Und mit einem Mal Dortmund das bessere Team. Die Flanke eigentlich ein bisschen zu weit, Ball aber noch im Spiel. Bamba völlig frei, donnert ihn rein. Ausgleich. Dortmund jetzt gnadenlos. Innerhalb von nicht mal 5 Minuten mit dem Doppelschlag. Lubach lässt den Ball ganz stark durch und Samuel Bamba völlig frei am 5-Meter-Raum. Spiel mittlerweile komplett gekippt. Der nächste Dortmunder Angriff. Die Flanke eigentlich gar nicht so gefährlich, aber Petritz mit der Klärung an den Pfosten. Bochum versuchte mit frischem Personal dagegen zu halten, aber der BVB drängte auf die Entscheidung noch in der regulären Spielzeit. Wir sind in der Schlussphase. Der eingewechselte Mengo mit dem Abschluss. Da fehlt nur ein Hauch. Es war die letzte Möglichkeit dieser Begegnung nach 90 Minuten, also 2-2 ohne Verlängerung, ging es damit direkt ins Elfmeterschießen. Und wir gehen rein in dieses Elfmeterschießen beim Stand von 5-5 insgesamt. Beide Mannschaften jeweils mit 3 Treffern und einem Fehlschuss. Wir sind also bei Elfmeter Nummer 5 vom VfL Bochum. Richtig viel Druck schon für Robin Schulte-Alberts. Aber er macht sicher sehr platziert links rein und damit auch klar, jetzt muss der BVB, jetzt muss Göktan Gürpüz ihn reinmachen. Wir erinnern uns, der 19-Jährige mit der vergebenen Riesenchance nimmt hier den langen Anlauf. Und mit viel Risiko setzt er ihn einfach in die Mitte. Finn Kortürba im Bochumer Kasten ist in seine linke Ecke unterwegs und damit alles wieder auf Anfang. Es gilt, wer jetzt den ersten Fehler macht, kann direkt bestraft werden. Arthur Golubicki ist der Bochumer Elfmeterschütze Nummer 6. Und er verschießt. Bitter für den 17-Jährigen, der es zu genau machen will. Und damit die Riesenchance für den BVB.
Wenn sie jetzt treffen, sind sie im Halbfinale. Istrid an Faroukou Cissé, der Innenverteidiger, deutscher U-Nationalspieler. Und was ist das für ein Elfmeter? Die Entscheidung. An die Unterkante der Latte gesetzt zum Sieg. Es war der fulminante Schlusspunkt dieser spannenden Begegnung. Am Ende setzt sich also doch der Favorit durch, wenn auch nur hauchdünn. Der VfL Bochum liefert einen besonders in Hälfte 1 richtig starken Auftritt ab und kann mit erhobenem Kopf den Platz verlassen. Wir hören den Trainer der Siegermannschaft im Interview. Das ist ein Wettbewerb, genauso wie ein NRW-Pokal, was wir für nutzen, eine oder andere Spielpraxis zu geben, was zuletzt nicht so viel gespielt haben. Wir haben ja heute auf die 6-7 Nationalspieler, was wir haben, versichtet. Ich finde, das hat man schon in der ersten Halbzeit gesehen. Bochum ist eine richtig gute Truppe, eine Top-Mannschaft in der Bundesliga. Und ich finde, wir sind sphärisch ins Spiel reingekommen. Ich finde vor allen Dingen für die wenige Jungs, da bei uns auch in Liga-Betrieb, Youth League, DFB-Pokal viel gespielt haben, die haben zu wenig Verantwortung für das Mannschaft übernommen. Und deswegen war es schwierig für die jeweiligen, die da nicht so oft gespielt haben, da kein Spiel hatte gegen so einen Gegner wie Bochum, sie es dann zeigen zu können. Das habe ich in der Halbzeit auch angesprochen. Trotzdem war ich zufrieden damit, dass wir sehr viele junge Leute einsetzen konnten und viele Spielzeit geben können, was zuletzt nicht gespielt haben. Dann haben wir in der Halbzeit System gewechselt. Nochmal zur ersten Halbzeit, da waren wir ausgeglichen. Vielleicht Bochum, man sagt da besser Mannschaft. Ich finde jetzt, wir haben 200% oder auf jeden Fall eine, den musst du machen. Aber gut, die führen verdient. Haben wir System gewechselt, sind besser ins Spiel reingekommen. Dann hat man das Hüsthock gesehen, dass sie es an Innenverteidiger gebracht haben mit Colin, dadurch Corona lange weg waren, aber dass er einfach Führungsperson bei uns in der Mannschaft ist. Dann hat er die Mannschaft am Platz geführt. Deswegen habe ich dann auch weniger gesagt auf der Linie. Schnell zwei Tore geschossen, für eine zweite Halbzeit auch das bessere Mannschaft gewesen. Und dann geht es in Elfmeter und dann freuen wir uns darüber, dass wir im Endeffekt noch ein Spiel haben, hoffentlich zwei in diesem Wettbewerb, wo wir auch mal der eine oder das Spiel ergeben kann, was vielleicht in der Meisterschaft nicht so oft gespielt haben. Aber insgesamt bin ich zufrieden mit der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit nicht so.